Ihr führt ein Leben auf der Insel, da seid ihr ganz weit weg von Brüssels Sorgen. Hört doch auf mit dem Gewinsel, die Gründe für ein Brexit bleiben uns verborgen. Wir haben eine Weile gebraucht, um zu verstehen, obwohl ihr eh so selten mitmacht, wollt ihr gehen. Flüchtlinge, Euro, Schengen oder Griechenland, das interessiert euch nicht und ihr nehmt davon Abstand. Wollt ihr jetzt echt endgültig gehen? Na gut, dann halt auf Wiedersehen. Auch wenn wir eure Gründe nicht so ganz kapieren, Europa wird auch ohne Briten ganz gut funktionieren. Wollt ihr jetzt echt endgültig gehen? Oder war das Referendum ein Versehen? Überlegt's euch gut, wollt ihr jetzt wirklich raus? Denn wenn ihr Nein sagt, ist es mit Europa und Großbritannien aus. Damals kamt ihr zum Profitieren, Subventionen, Arbeitsplätze und die billigen Preise. Doch wenn wir dann mal abkassieren, seht ihr Europa auf eine ganz andere Weise. Die EU ist nicht umsonst eine Union, doch was ihr macht, ist halt nur die Sparversion. Was wir wollen, ist ein Geben und ein Nehmen. Stattdessen lasst ihr uns allein mit den Problemen. Wollt ihr jetzt echt endgültig gehen? Na gut, dann halt auf Wiedersehen. Auch wenn wir eure Gründe nicht so ganz kapieren, Europa wird auch ohne Briten ganz gut funktionieren. Wollt ihr jetzt echt endgültig gehen? Oder war das Referendum ein Versehen? Überlegt's euch gut, wollt ihr jetzt wirklich raus? Denn wenn ihr Nein sagt, ist es mit Europa und Großbritannien aus. Das wird die Entscheidung eures Lebens. Vielleicht stimmt ja doch die Mehrheit dagegen. Wir reichen euch ja gerne die Hand. Mehr Sonderrechte gibt's nicht, habt ihr Briten das endlich erkannt? Erkannt, erkannt. Wollt ihr jetzt echt endgültig gehen? Na gut, dann halt auf Wiedersehen. Auch wenn wir eure Gründe nicht so ganz kapieren, Europa wird auch ohne Briten ganz gut funktionieren. Wollt ihr jetzt echt endgültig gehen? Oder war das Referendum ein Versehen? Überlegt's euch gut, wollt ihr jetzt wirklich raus? Denn wenn ihr Nein sagt, ist es mit Europa und Großbritannien aus. Wollt ihr jetzt echt endgültig gehen? Oder war das Referendum ein Versehen? Überlegt's euch gut, wollt ihr jetzt wirklich raus? Denn wenn ihr Nein sagt, ist es mit Europa und Großbritannien aus.